Moin Moin, ihr Glabauter Männer, heute zu Folge 44 und ja, ich habe ein klein wenig rumgespielt. Wie ihr hier schon sehen könnt, ist die Minecraft-Optik jetzt eine komplett andere geworden. Und zwar habe ich ein bisschen mit Shadern rumexperimentiert und ja, hat mir natürlich auch direkt eine komplette Aufnahme gekillt, weil sich Fraps einmal komplett aufgehängt hat und damit meine Aufnahme zerstört hat. Auch hier funktioniert es noch nicht ruckelfrei mit Shader aufnehmen. Also Shader sorgt halt dafür, dass hier das Wasser so recht weit realistisch aussieht. Jetzt wird es dann auch so langsam dunkel. Die Sonne geht unter. Dann gucken wir uns das Ganze hier mal bei Nacht an. Und ja, ihr seht schon, es ist eine komplett neue Optik. Es ruckelt zwar im Moment noch wie die Hölle, die Bäume bewegen sich hier. Ja. Aber das Ganze wirkt, finde ich, ein bisschen realistischer. Ich muss halt jetzt nur noch einen passenden Shader finden, mit dem ich auch wirklich dann spielen kann. Und ja, aus diesem Grund machen wir jetzt, da ich die Folge eh verhauen habe, ihr seht hier oben, bin ich schon ein Stückchen weiter. Ich habe schon 35 neue rote Wolle. Also es fehlen uns jetzt 15, ja, knapp 15 Minuten Spiel fehlen uns. Ich bin hier drüben hingegangen und habe hier unsere Farm erweitert. Das sind lauter kleine Junge, sind da drüben jetzt dabei. Also da hat sich wirklich einiges getan. Und ja, das ist halt leider durch das Experiment mit dem Shader-Mod schiefgegangen. So, aber ich möchte, weil es sieht halt schon schön aus, ne? Und ich möchte jetzt ganz gerne mit euch so ein bisschen ein paar Shader ausprobieren. Ich habe da schon so ein bisschen was installiert. Und wir gucken jetzt einfach mal. Vielleicht finden wir einen Shader, mit dem die Aufnahme jetzt nicht wirklich so massiv verruckelt ist. So, da sehen wir jetzt Wasser. Ist auch richtig cool. Also, warum auch immer das mit dem Shader ums Verrecken nicht klappt hier, weil es ruckelt wie die Hölle. Wobei, bei dem geht's jetzt hier eigentlich sogar. Ist halt, ne, ein ganz anderes Spielgefühl, was man da hier bekommt. So, wir gehen jetzt mal nach oben. So, sieht das Ganze dann von oben aus. Gehen wir mal hier rüber. Also, na, ihr müsst ja zugeben, ne, es sieht wirklich nicht schlecht aus. Gut, er muss jetzt hier alles noch ein bisschen vorladen. Boah, da drüben geht der Mond auf. Das sieht schon geil aus. Aber das ist noch nicht das Optimale. Wir probieren es mit dem hier. Dann gucken. Das geht ruckelfreier. Das ist schöner. Der passt. Ich glaube, wir haben einen Shader gefunden, der wirklich unseren Ansprüchen entspricht. So. Dann versuchen wir jetzt mal heil hier runterzukommen. So, und dann gehen wir mal raus. Also ich mache das jetzt mit Absicht, dass ich diese Folge hier nur mit euch zusammen ein bisschen diese Shader ausprobiere und nichts anderes, weil, wie gesagt, halt, ne, wir fahren jetzt hier mal mit unserer Bahn. Wie gesagt, ich da einmal schon eine Aufnahme versaut habe und ich jetzt nicht noch weiter rumbauen möchte. Nicht, dass ich jetzt hier, während ich rumexperimentiere, mit den Shadern nochmal eine Aufnahme kille. Das will ich auf gar keinen Fall. So, jetzt fahren wir unter Tage. Es sieht alles sehr, sehr, ja, hat einen extremen Gelbstich, Orangestich, würde ich mal so sagen hier. Finde ich jetzt nicht ganz so toll. Also da müssen wir einen anderen Shader. Der gefällt mir hier nicht. Gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Extrem, High, Low, Medium. Gucken wir mal hier einen ganz anderen. Gucken wir uns den mal an. Und dann Escape. Ah, das ist auch so. Die machen halt hier, gut, mit den Fackeln, das sieht schon geil aus, aber das ist halt wirklich so extrem düster, das Ganze. So, also weiter runter. So, was haben wir denn hier? Jetzt gehen wir hier, nehmen, machen wir hier mal die Liste einfach ganz normal weiter. Ultra. Probieren wir den mal, dann Escape.
Okay, was hat sich jetzt hier geändert? Das sieht aus wie der Standard. Hier ist nichts Weltbewegendes, was dieser Shader hier verursacht. Gehen wir nochmal hoch. Gucken wir, wie es oben aussieht. Da war gerade ein Creeper. Habt ihr es gesehen? Da war ein Creeper. Gott sei Dank bin ich direkt weitergefahren. Leck mich doch am Arsch, ey. Da ist eine Spinne. Was ist denn hier los? Ah, unser Turm ist obendrauf ja nicht beleuchtet. Oh, natürlich. Natürlich, das sorgt dann dafür, dass da oben halt spawnen kann, die Viecher. Da müssen wir dann dringend nochmal was tun. Wahrscheinlich werde ich da oben jetzt dann als nächstes nochmal eine Decke einziehen müssen. Aber wir wollen ja weiter Shader ausprobieren, also geht's hier weiter in die Option. Vielleicht finden wir ja wirklich mal einen, mit dem wir sagen können, mit dem können wir echt cool spielen. So, das, da hat sich jetzt was getan. Ah, das sieht gut aus. Boah. Oh na. Oh nee. Nee, das hat alles jetzt Konturen gekriegt. Gut, das Schöne ist bei einem Shader, wenn man hier so guckt, die Sicht macht wirklich unscharf. Aber nee. Der läuft zwar recht weit ruckelfrei und sieht da drüben auch ganz cool. Also, der ist gewöhnungsbedürftig, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also. Schlecht ist er nicht. Ne? Merken wir uns mal, wie hieß der gute Shader? Das ist der hier, der 103 Max, bla bla bla. Jetzt gehen wir nochmal hier und nehmen mal den Artverwandten. Ja. Okay. Wie sieht das Wasser aus? Da kommt es mir auch so immer so ein bisschen drauf an. Ah, das. Der sieht. Der gefällt mir. Der dunkelt das Ganze jetzt hier auch nicht so extrem ab. Wir haben hier drin richtig schönes Licht. Hurra, nochmal runter bitte. So. Gucken wir uns das Ganze hier draußen mal an. Bitte einmal aufsitzen und rüberfahren. Doch, das ist ein Shader, der gefällt mir. Oh, nee, ich will da raus. So. Jetzt wusste ich gerade für eine Sekunde die Tastenbelegung nicht. Aber es ruckelt noch so ein bisschen nach. Das heißt, da werde ich nochmal gucken, ob ich da... Ja, hier auch unsere Viecher. Nee, das ist alles okay. Was ich halt schön finde bei so einem Shader ist halt definitiv, dass wir hier das Wasser so ein bisschen animiert haben und die Bäume. Seht ihr hier, ne? Das sieht echt gut aus. Und gerade nachts, ne? Also, das seht ihr hier schon. Die Beleuchtung ist halt wirklich Porno mit den Spiegelungen, die wir da drin haben. Also, der Shader hier ist im Moment mein absoluter Favorit. Aber wir probieren jetzt hier nochmal ein bisschen weiter aus. Okay, an dem hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert. Nö. Also, der scheint nichts groß zu machen. So, jetzt gehen wir hier mal auf den Medium. Weil so ganz high packe ich halt mit der auf. Oh nee. Der ist zwar auch in, nee, der liefert hier einen Fehler beim Anzeigen und dunkelt das ganze Spiel ein bisschen zu krass ab. Von daher, wenn ihr übrigens sagt, nee, hier Captain, hör auf mit dem Scheiß, wir wollen nicht, dass du mit einem Shader spielst, wir wollen, dass du ganz normal klassisch weiterspielst, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein, dann lasse ich das, aber ich werde es jetzt doch mal ausprobieren und so ein bisschen, also der hier hat irgendwie gar nichts gemacht, das sieht einfach aus wie Standard, nur ein bisschen grauer. Wow. Was ist das denn für ein Shader? Da wird's einem ja kotzübel. Kacke. Das ist der Erdbeben-Shader.
Wow, warum ist denn das so übel? Ist ja übel. Der ist ja Wafing Shader. Gut, es sieht natürlich, das Meer kriegt dadurch eine gewisse Wellenbewegung und wir haben ein Erdbeben. Leute, Erdbeben hier bei uns in Minecraft Alone. Nee, das machen wir aber auch ganz schnell mal wieder aus, dieses Erdbeben, weil da wird es ja schlecht beim Spielen. So, hier gucken wir uns den mal an. Dann. Ja, das ist natürlich. Das sind so diese Orange. Das gefällt mir gar nicht. So, was haben wir dann noch? Gucken wir uns den hier mal an. Dann Escape. Nee. Dem fehlt ja komplett die Farbe. Der ist ja. Nee, und da sieht man, hier sieht man die Kanten. Das sieht nicht gut aus. Jetzt kriegen wir auch noch Regen. Nein! Jetzt versuchen wir uns schnell mal schlafen zu legen. Und hoffen, dass wir. Hallo Kuh? Okay, da. Shader-Error. Hat's aufgehört zu regnen? Nee, es hat nicht aufgehört zu regnen. Nein. Kuh, du stirbst. Und du, rotes Schaf, musst da leider auch sterben, weil du zerstörst uns da drüben unseren kompletten Garten. Hier raus, bitte. So, also mit. Nee, der macht keinen Spaß zu spielen hier. Da seht ihr diese Kästchenbildung im Wasser, das gefällt mir überhaupt nicht. Also, weiter geht's hier im Programm. Nehmen wir uns hier den nächsten und zwar Ultra. Nehmen wir hier den Standard mal. So, dann und. So, da haben wir jetzt natürlich dieses absolut realistische Wasser, aber ihr seht schon. Es ist hier alles so dunkel. Wenn die Sonne es nicht anleuchtet, die Schatten, es ist alles düster. Gut, wir können hier, hat natürlich einen Vorteil, also diesen Shader behalten wir uns mal im Hinterkopf. Wenn wir unter Wasser gucken wollen, was da unten so ist, dann ist das der ideale Shader, um zu gucken. Gucken, wenn wir hier ins Wasser gehen. Okay, da versagt er komplett, weil da sehen wir gar nichts. Oh doch. So. Guckt an, so sieht das also unter unserem Haus aus. Interessant. Unter unserer Insel. Gut. Wieder was dazugelernt. Und raus. Aber dieser Shader, ja, ist halt ein sehr realistischer, würde ich sagen. Aber der ruckelt mir auch zu viel. Und nee. So, das ist der Standard. Gucken, wenn wir die Light-Version davon benutzen, dann. Nee, der macht auch alles so dunkel und ja, mit der Sonne ist zwar schon eine schöne Sache, aber nee. Ich sag mal, wir können jetzt auch nochmal hier oben die, da waren halt jetzt welche dabei, wie der hier, der das Ganze so ein bisschen ins Comic reinmacht, aber der ist jetzt auch nicht schlecht, wie ich finde. Also mit dem könnte ich mich auch arrangieren, was das Spielen am Land angeht. Gut, der verursacht da drüben, seht ihr diese Flackereffekte. Da ist so ein, weiß ich nicht, ob das jetzt vom Texturenpack kommt oder vom Shader. Das lassen wir jetzt einfach mal im Raum stehen. Aber was ich halt absolut ätzend finde, nee, okay, das scheint vom Shader zu kommen, dieses Blinken. Es sind halt diese Kästen im Wasser. Das kann ich nicht wirklich leiden. Deswegen ist der zwar schön, aber nicht wirklich weiter zu verwenden. Da haben wir wieder so einen. Da bist du blind, wenn du einmal spielst. Der ist total ätzend. Weil alles nur das, was ich anvisiere, ist auch wirklich scharf. Dann gehen wir mal hierher. Der. Wow, was ist da? Was ist das denn? Wow. Wow. Big Wave, Big Wave! Scheiße! Es erinnert mich irgendwie an Inception. Ist ja geil! Ey, der ist Deluxe. Der ist ja Deluxe. Also, wenn wir mal spielen wollen, dass uns schlecht wird, ist das der Shader, den wir dafür brauchen? Dich das an, da drüben.
Juhu! Das macht Spaß! Es sieht schon cool aus, ne? Da drüben hängt die Brücke komplett in der Luft. Boah, also. Das ist mal eine wäre mal eine Minecraft-Folge, die mit Deluxe wäre. So spielen. Das gucken wir uns jetzt auf. Schnell hoch auf unseren Leuchtturm. So, in den Räumen ist es recht ruhig. Aber jetzt schnell mal hoch auf. Klettern wir mal hoch auf den Leuchtturm, weil da sehen wir es ja. Wow! Lecker Marsche! Juhu! Ah, guckt euch da drüben unser Haus an! Nein! Tut! Voll abgestürzt! Mist! Aber geil! Da drüben wollen unsere Brücke am umherschwimmen. Hier, die macht einen Kollaps, die Brücke. Nein! Also der macht Spaß. Den müssen wir uns mal merken. Okay. Was ist der Unterschied bei dem hier? Zwischen dem und dem? Ah, der scheint noch ein bisschen krasser zu sein. Also die Abstände ein bisschen enger zu haben. Boah, der wird einem schlecht, ey. Leg mal, wir müssten da eine komplette. So, jetzt gehen wir. Weil wir sind jetzt hier von der Zeit natürlich auch schon wieder heftig drüber. So, da haben wir nochmal einen, der wirklich sehr realistisch ist. Also den finde ich von der Optik sehr schön. Ich glaube aber, das war der, der mir letztes Mal die Aufnahme gekillt hat. Und man sieht es jetzt hier auch schon. Ich glaube, den wechsle ich jetzt mal ganz schnell. Weil der jetzt gerade wieder dabei ist, mir die Aufnahme zu killen. Wenn ich jetzt gleich weg sein sollte. Oh, der ist auch schön. Den habe ich ja vorhin gar nicht ausprobiert. Okay. Der ist zwar auch schön, aber. Gut, das muss erstmal alles geladen werden. Der ist echt schön. Was ist da los? Schöne Spiegelung im Wasser. Es ist alles recht weit hell. Aber ihr seht schon, es sorgt übelst fürs Ruckeln. Also ich würde mal sagen, ich stelle mir jetzt einen Shader ein. Und zwar war das. Na, wisst ihr es noch? Welcher war es denn? Welcher war es? Welcher war es? Welcher war es? Ich glaube, den hier hatten wir, ne? War es der? Max, dann fertig. Nee, der war es nicht. Option Shader. Fuck. Muss ich jetzt echt gleich nochmal das komplette Gameplay angucken? Doch, das waren noch die hier, oder? Der war das, oder? Bin ich mir eigentlich recht sicher. Ja. Das Schöne ist, ihr seht hier vor uns, ne, unseren Schatten. Das ist auch cool. Aber der gefällt mir. Den nehmen wir jetzt auch. So, nächste Runde, morgen also. Eine Runde mit dem Shader. Das probieren wir aus. Mal gucken, ob das hier so schön. Jetzt läuft der hier ruckelfrei. Jetzt können wir uns da drüben unser Baumlandhaus mal angucken, wie so. Da schön umher switcht. Ja, hier vom Wasser. Doch. Oh, sieht schon geil aus. Die Sonne. Gut, die Wolken sind irgendwie immer für den Arsch. Egal bei welchem Shader, die Wolken sind für den Arsch. Keine Ahnung warum. So. Das sieht aber gut aus. Gefällt mir. Mit dem spielen wir weiter. Also, morgen freut euch drauf, eine Runde mit einem Shader. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich mit einem Shader weiterspiele oder ob, wenn ihr wollt, dass ich einfach ganz normal Standard weiterspiele, schreibt es mir unten in die Kommentare. Diese Woche, da ich die Woche vorproduziere, werde ich jetzt erstmal eine Shader-Woche machen. Aber dann nehme ich natürlich Rücksicht auf euch, auch wenn ihr sagt, nein, bloß nicht. Oder hey, die Optik ist ja richtig cool. Schaut euch einfach nochmal die Folgen morgen und übermorgen an, wo wir hier wirklich ja nochmal mit dem Shader dann spielen, ob euch das Ganze gefällt. Und dann entscheidet einfach, ja, mit Shader weiter oder ohne. In diesem Sinne, lange Folge jetzt geworden. Hatten viel Spaß in der Folge. Euer Captain ist raus. Morgen 15 Uhr geht's weiter. Heute Abend wieder. Train Fever 18 Uhr. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Yeah.